Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Shopify, Shopware 6 und den JTL Shop 5 haben wir bereits in unseren Folgen zuvor abgehandelt. Nun erstellen wir in dieser Folge einen Gambio-Shop in unter 10 Minuten. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren und direkt mit der Installation starten. Als Vorarbeit muss auf der Seite gambio.de/download.html die aktuelle Gambio-Version heruntergeladen und entpackt werden. Mit einem FTP-Client packst du diese Daten in ein Verzeichnis und öffnest die Shop-URL in deinem Browser. Nun solltest auch du diese Ansicht hier vorfinden und kannst mit dem Installationsprozess starten. Ob die Installation in Deutsch oder Englisch erfolgen soll, kann hier ausgewählt werden. Anschließend musst du deine Datenbankinformationen eintragen und die Shop-Einrichtung starten. Die Shop-Betreiberdaten, also quasi deine Kontaktdaten, müssen hier angegeben werden, sowie eine E-Mail-Adresse und Passwort, mit denen du dich dann im Backend anmelden kannst. Wenn du das vollzogen hast, kannst du die Shop-Einrichtung abschließen und zum Shop gehen. Damit wirst du zum Shop-Frontend weitergeleitet, in dem bereits Demo-Daten enthalten sind. Um zum Backend zu gelangen, melde dich so an, wie es auch ein Kunde tun würde, also auf das Personensymbol klicken und die eben angegebene E-Mail und das Passwort eintragen. Du wirst daraufhin hingewiesen, dass das Installer-Verzeichnis noch vorhanden ist. Das kann und sollte nun mittels FTP-Client gelöscht werden. Anschließend oben links in den Admin-Bereich wechseln. Da sind wir nun in unserem Shop-Backend und sollten als Grundlage am Anfang noch einmal überprüfen, dass all unsere Kontakte und Shop-Daten akkurat eingetragen wurden, indem wir in die Shop-Einstellungen und auf Mein Shop gehen. Stimmt das alles soweit, legen wir eine neue Kategorie an. Dafür scrollst du hoch und klickst auf Artikel und Kategorien. Wie bereits erwähnt, hat man hier schon Demo-Daten integriert. Das heißt, hier wäre die Übersicht aller Kategorien einzusehen. Wir wollen einmal eine anlegen und klicken deshalb auf den weißen Pfeil neben Erstellen und wählen die Kategorie aus. Von Hause aus ist diese deaktiviert, was wir nun ändern, da wir sie gleich im Frontend einsehen wollen. Darunter können nun die HTML-Vorlagen ausgewählt werden. Wie du diese neu erstellst, zeigen wir dir in einem anderen Gambio-Video. Du kannst auswählen, wonach innerhalb der Kategorie sortiert werden soll und ob aufsteigend oder absteigend. Auf welcher Position diese Kategorie angezeigt werden soll, kann hier bestimmt werden. Auch Sitemap-Optionen können hier individuell bestimmt werden. Alle weiteren Punkte brauchen wir für unser Video nicht, können aber sehr gerne im Video oben rechts eingesehen werden. Darin gehen wir die Kategorieerstellung sehr detailliert durch. Für uns reicht jetzt erstmal der Kategoriename, die Überschrift und eine kurze Beschreibung, um dir zu demonstrieren, wo diese ausgespielt werden würden. Darunter können dann die Metadaten eingetragen werden. Auch zum Thema Gambio SEO haben wir bereits ein detailliertes Video gemacht, das wir mit oben rechts verlinken. Was ich aber noch kurz anmerken möchte ist, dass auch hier ein vollumfänglicher HTML-Editor für die Beschreibung vorhanden ist, so wie es auch bei Shopify, Shopware 6 und dem JTL-Shop der Fall war. Für die Kategorie wollen wir kein Bild einbinden, deswegen klicken wir auf Speichern. Nun siehst du auch deine eben erstellte neue Kategorie hier in der Übersicht und kannst darauf gehen. Wir wollen nun eine Sneaker-Unterkategorie erstellen, deshalb wieder auf den weißen Pfeil und eine Kategorie erstellen. Das gehen wir nun mal im Schnelldurchlauf durch. Übrigens kannst du hier oben sehen, in welchem Kategorieverzeichnis du dich befindest. Wir sind in unserer Testkategorie unter Schuhe und Sneakers drin, wo wir nun einen neuen Artikel anlegen. Wofür die einzelnen Einstellungsoptionen stehen, könnt ihr unserem Gambio Artikel anlegen Video entnehmen. Wir benötigen jetzt einmal nur einen Namen, eine Beschreibung, die auch wieder durch den Editor SEO optimiert und visuell gestaltet werden kann, und ein Bild. Wie immer darauf achten, dass das Bild um die 100 KB groß ist oder ansonsten komprimiert wird, der Dateiname in Bindestrichschreibweise verfasst ist und euer Fokus-Keyword enthält. Den Alternativtext könnt ihr dann hier eintragen. Am Ende noch den Preis bestimmen und speichern. Somit hast du eine neue Kategorie, Subkategorie und einen Artikel erstellt. Diesen neuen Artikel wollen wir einmal auf der Startseite einbinden. Das heißt, wir müssen in den Theme Editor.
Diesen findest du in der Hauptsektion Darstellung unter Template-Einstellungen. Hier auf Theme bearbeiten klicken. Was du als allererstes tun solltest, ist es, dein gewünschtes Theme zu duplizieren. Daran kannst du dann werkeln, indem du auf den weißen Pfeil und Bearbeiten gehst. Solltest du unsere anderen Videos zur Onlineshop-Erstellung gesehen haben, sollte dir diese Ansicht bekannt vorkommen, denn auch der Gambio Style Edit ist ähnlich aufgebaut. Du hast deine Grundlagenbereiche und Widget-Sektionen, in denen du entweder allgemeine Gestaltungsparameter wie die Primär- und Sekundärfarbe oder die Schriftart bestimmen kannst, aber andererseits auch Widgets per Drag-and-Drop ins Hauptfenster ziehen kannst. Für eine detaillierte Erklärung zum Theme Editor kannst du dir unser Video oben rechts anschauen. Wir wollen nun einmal unser Produkt auf der Startseite platzieren. Wenn du nicht weißt, auf welcher Seite du dich gerade befindest, scrolle hoch, klicke auf dein Musterlogo und du weißt, dass du auf der Startseite bist. Hier ziehst du das Produkt ins Hauptfeld rein und kannst ganz einfach den Namen deines eben erstellten Produkts eintragen, es auswählen und schon haben wir es auf der Startseite platziert. Abspeichern nicht vergessen. Und so sieht das dann der Kunde. Wir packen das Produkt mal in unseren Warenkorb, gehen zur Kasse, unsere emulierten Kundendaten sind da ja schon vorhanden, da wir als Kunde eingeloggt sind. Deshalb gehen wir auf Weiter und siehe da, es geht nicht weiter. Das heißt, es sind von Hause aus noch keine Versanddienstleister hinterlegt. Deshalb holen wir das jetzt nach und schauen, wo die Zahlungs- und Versanddienstleister integriert werden. Zu finden sind diese unter den Modulen. Gehe auf die Versandarten und klicke auf den gewünschten Dienst, den du aktivieren möchtest. Dadurch ist dieser eingegraut und es besteht die Möglichkeit, unten rechts auf Installieren zu klicken. Nun siehst du, dass der Status auf aktiv geschaltet wurde. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf für zwei weitere. Nun kannst du noch auf die Zahlungsweisen gehen und den für dich relevanten installieren. Für dieses Video übernehmen wir einmal die Sofortüberweisung. Auswählen und installieren. Hier müssen eure Kontaktdaten noch einmal bestätigt werden. Nun können wir das noch mit der Nachname machen. Wenn du dir ein detailliertes Video zur Einrichtung von Zahlungsarten in Gambio wünschen würdest, lass uns das in den Kommentaren wissen. Nun versuchen wir es erneut, unseren Artikel zu bestellen. Die Versandart ist schon mal wählbar und auch die Bestellung per Nachname ist möglich. Und wie es aussieht, verlief unsere Bestellung auch erfolgreich. Das prüfen wir einmal im Backend. Jawohl, unter Bestellungen ist unser Testkunde mit seiner Bestellung zu finden. Somit können wir davon ausgehen, dass wir einen funktionierenden Shop haben. Doch was uns zum Schluss noch fehlt, sind die Rechtstexte. Hierzu sei zu sagen, dass wir euch in der Hinsicht keine Rechtsberatung erteilen dürfen und das auch nicht tun, sondern lediglich informieren. Generieren oder generieren lassen kannst du diese beispielsweise beim Händlerbund oder Trusted Shops. Wenn du das getan hast, kannst du in den Content Manager gehen. Das Gute auch hier ist, dass die Rechnungsmustervorlagen für das Impressum oder die Versand- und Zahlungsbedingungen bereits vorliegen. Das heißt, um deinen generierten Impressumstext einzubetten, gehe auf das Stiftsymbol neben dem Impressum und passe diesen hier an. Abspeichern nicht vergessen. Wenn du nun ins Frontend gehst und zum Footer runterscrollst, siehst du, dass das Impressum, ohne vorher was verknüpft haben zu müssen, ausgespielt wird und wenn wir draufklicken, auch unseren Text enthält. Somit hast du einen funktionierenden Gambio-Shop, der dann hoffentlich auch rechtskonform ist, nachdem du die Texte eingefügt hast und das Ganze juristisch hast prüfen lassen. Sollte deinerseits ein Thema in diesem Video nicht behandelt worden sein, schau dich entweder in unserer Gambio-Playlist um oder schreib uns einen Kommentar mit dem von dir gewünschten Gambio-Topic und wir versuchen, das umzusetzen. Ansonsten würden wir uns über ein Abo freuen, von dem auch du profitierst, da es in Zukunft noch einiges an relevanten E-Commerce-Content geben wird. Für alle komplexeren Anliegen und Optimierungsersuchen, geh auf unsere Gambio-Partnerseite und melde dich bei unseren Experten. In diesem Sinne, euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team.